Festival ist wie immer geil. Man kommt hier mit dem Fahrrad 10 Minuten angefahren und kann Träume von Weltgeltung sehen. Das mal live zu sehen und auch direkt ranzukommen, mit denen zu reden, die Nähe zu erleben, das ist einfach Wahnsinn. Bin extra aus Augsburg angereist und ja, gute Stimmung hier und man kann immer ganz viel mitnehmen. Also Daniel Spieler und Johannes Bohun, die haben mich dieses Jahr wieder total abgeholt, weil die so abwechslungsreich sind. So diese Körperpercussion, das finde ich echt spitze. Schlagzeug, ja, und wenn man ambitioniert ist und viel lernen möchte und immer ein bisschen Input haben, dann ist es genau das Richtige hier. Favorite, na, Annika Nieles natürlich, ja, was sie so zaubert, das ist schon richtig geil. Bei meinen Workshops kommt viel aus dem Bauch raus. Ich bereite immer sowas vor, um so ein Backup zu haben, aber ich versuche trotzdem immer so sehr individuell aufs Publikum einzugehen. Entspannter ist wieder im Achten. Es ging einfach ein bisschen drum, so wie kann ich kreativ am Set Dinge erarbeiten, sag ich mal so. It was about odd meters, actually how I perceive odd meters to my compositions and arrangements. I will absolutely check some people who are playing up to me because I heard some sound checks and I'm super interested, yeah. This is my third time in the Dresden Bass and Drums Festival and I always loved it. It's like a kind of family hang. I was subbing Felix Lermon and it was a kind of last minute gig. I got the music, but I was very, very busy, so I just take a look only the night before the gig and on the plane. But fortunately, we had the rehearsal, so I think we played good. Mich motiviert, hier mitzumachen, ist einfach, dass da Leute zusammenkommen aus unterschiedlichsten Bereichen, die man teilweise wirklich auch ein Jahr lang gar nicht sieht. Und dann kommt man zusammen und dann greift alles wie ein Rädchen ins andere und man kann miteinander das machen. Das ist einfach grandios. Here actually and experience this place and this atmosphere. I picked the subject of less is more and I try to explain how to embrace the simplicity of the bass line. Okay, and there is a phrase, together, right? Tatsächlich geben wir nicht so oft Workshops. Wir haben mal irgendwann vor 3 Jahren mal in Jordanien eingegeben. Das war auch ganz geil. Das Pattern 1 wäre zum Beispiel das hier. Es macht super Spaß. Also gerade wenn man Leute da hat, die sich wirklich auch für Details interessieren, mit denen wir ja sonst mit niemandem sonst drüber reden können, außer mit uns. Oh, Hanno Busch ruft an. Entschuldigung, muss mal ganz kurz rangehen. Also ich wollte schon immer mein eigenes Album machen und dann habe ich irgendwann gesagt, so jetzt fange ich einfach mal an. Und daraus hat sich dann die Band auch ergeben, ne? Eigenes Album. Und dann war Matthias Bartel hier vom Dresdner Dome Bass Festival der Erste, der mich gebeten hat oder gefragt hat, ob ich dann live spielen könnte. Und dann dachte ich, ja klar, machen wir. Und dann gab es die Band. Letztendlich geht es
bei allem, was ich auf der Bühne mache oder auch was ich gerne erlebe, wenn ich vor der Bühne stehe, immer darum, dass es mich irgendwie kriegt. Und wenn das passiert, dann ist alles gut. Mehr kann man nicht erreichen als jemand, der auf der Bühne steht. Whether you are pretty young, whether you are old, whether is your head to know, whether you are bold, whether you're from Dresden, Hamburg, Hong Kong, whether you were so cheap, whether right or wrong, we all have